So, neuen Platz erreicht. Roter Strand. Naja, rote Steine, ja, aber roter Strand, nein. So steht das Ding jetzt. Mitten in so einer ganz kleinen Bucht. Einen Hänger rückwärts reinzudrücken ist mittlerweile auch null Stress mehr. In die kleinsten Gegenden kommt er locker rein. Ja, ich habe hier noch ein Boot. Aber das hat es, glaube ich, gut hinter sich oder ich benutze es definitiv nicht. Ja, ich musste von dem anderen Platz leider wieder weg. Der war so windig, da hätte es die ganze Zeit ins Dachzelt reingezogen und das will ich nicht, denn das wird nachts sehr kalt. Jetzt bin ich, wie ihr seht, mitten in der Natur. Das ist so ein Wendehammer, ja. Hier fährt man rein, da rum und dann da so hinten wieder raus. Allerdings war hier die Mittelspur auf dem Weg hierher so hoch gewachsen, dass hier sicherlich schon lange keiner mehr reingefahren ist. Ja, jetzt wird der kleine Grill ausgepackt. Es wird eine kleine Feuerstelle errichtet, hier auf dem Weg allerdings. Nicht nebendran. Holz sammeln und dann schauen wir uns das mal an. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß euch mal in die Luft. Gucken wir mal, wie es von oben ausschaut, oder? Bis gleich. So, ich hoffe, euch hat die kleine Runde gefallen. Ich baue jetzt mal das Camp auf und dann sehen wir uns entweder zum Abendessen oder morgen früh. Heute gibt es einen Citytrip in Karlstadt. Das ist jetzt die letzte Stadt, die ich besuchen werde, bevor es auf die Fähre geht. Also, Auto geparkt, los geht's. Schweden hat übrigens schwedische Kronen und das ist ein Umrechnungsverhältnis von ungefähr 1 zu 10. Also sind, ich glaube, 9,7 oder so. Ihr könnt quasi auf 100 schwedische Kronen einfach die Zehnerstelle abziehen und ihr habt dann 10 Euro dafür. Total komisch. Ich bin jetzt aus dem Norden gekommen und da war eigentlich, also das Thema Herbst überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt, wie ihr es hier seht, die Kastanien haben gerade alles weggeschmissen. Und hier ist der Herbst irgendwie gerade mal so angekommen. Also, kein Plan, wie krass sich das in einem Land unterscheiden kann. In Kiruna, wo wir vorher waren, hat es heute Nacht minus 11 Grad gehabt. Hier um die, ich glaube, 2. Und tagsüber, also ihr seht es ja, ich renne mit Pulli rum, mittlerweile 11, 12 Grad. Also ganz, ganz verrückt, wie ein Land so krass unterschiedlich sein kann auf so ein paar Kilometern. Das war kurz und knapp Karlstadt. Ich bin hier an dem Airbnb von Martha, glaube ich, heißt sie. Und verbringe jetzt hier die letzten Tage, in denen es regnen soll. Ihr seht, das Zelt hinten ist aufgeklappt. Das dampft noch ein bisschen aus. Das war nämlich etwas schneebelastet, als ich es zusammengeklappt habe. Und jetzt kann das da schön trocknen da hinten. Ich habe dieses ganze kleine Häuschen für mich selber. Und
warte jetzt quasi auf Freitagmorgen, ich glaube um 6 oder so, muss ich los Richtung Fähre und dann geht's nach Dänemark. Also, bis bald. Heute wird ein bisschen was gearbeitet. Morgen früh um, ich glaube, 5 Uhr oder so muss ich hier losfahren. Und deshalb müssen wir jetzt alles vorbereiten. Ich habe das Dachzelt unter dieser Veranda da aufgestellt, damit das ein bisschen abtrocknen kann von dem ganzen Schnee. Jetzt hat es hier die letzten Tage ein bisschen geregnet, aber es ist nicht so wild. Hauptsache innen ist es gescheit trocken. Und ja, das habe ich mir gedacht. Es hat da ein bisschen sehr gut drauf geregnet. Am Auto machen wir noch ein bisschen Öl nachfüllen und ja, einmal um das ganze Ding kümmern quasi. Und dann gucken wir mal, aber Dachzelt ist jetzt doch noch nasser als ich dachte. Das ziehen wir jetzt mal raus und dann schauen wir mal. Bis später. Ich kontrolliere jetzt hier mal alle Flüssigkeiten und schau mal rein, was der Dicke so macht. Es ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie gut dieser Jeep hier durchhält. Also auf den ganzen, ich habe jetzt bald 10.000 Kilometer. Auf den ganzen 10.000 Kilometer hat er jetzt vielleicht einen halben Liter Öl gefressen. Die Kleinigkeiten, die waren, habt ihr ja im Video gesehen. Das waren alles wirklich ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, die ich mir eigentlich, die ich vor mich hergeschoben habe, bevor ich auf Reise gegangen bin. Damit habe ich quasi gerechnet, dass ich die hier mache, aber so. Die Reifen schauen immer noch aus wie neu. Selbst der kleine Anhänger mit den echt, mit den ganz kleinen Mini-Reifen hält so gut durch. Also egal, was ich dem Anhänger zumute, der packt das. Das ist echt krass. Also der macht so eine gute Figur. Ja, das Dachzelt hält erstaunlicherweise auch relativ gut durch. Selbst bei echt widrigen Bedingungen, Minusgraden, Schnee, alles drum und dran, ist das relativ gut. Ja, aber war auch zu erwarten. Ich habe ja nicht das billigste Ding gekauft, das es auf dem Markt gibt. Ja, ah, zum Jeep ist Wahnsinn, ohne Scheiß. Also der hält top durch. Und die Bilder habt ihr ja vielleicht auf Instagram gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auch Jeep on Tour. Da gibt es ein paar epische Bilder vom Jeep. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Ding läuft so gut. Ja, jetzt füllen ein bisschen Öl auf, den halben Liter, den er da gefressen hat auf 10.000. Und dann sind wir eigentlich schon wieder startklar auf bis morgen dann. Morgen früh um 5, glaube ich, muss ich raus, damit ich gegen 8 Uhr bei der Fähre bin. Wenn nicht noch früher sogar. Es wird also ein langer, langer Tag. Es wird keinen Spaß machen morgen, aber egal. Dann bin ich in Dänemark. In Dänemark habe ich bis jetzt noch keinen schönen Platz gefunden. Da muss ich mal schauen, mal die gängigen Foren durchforsten, was es da so gibt. Und dann werde ich da einen schönen Stellplatz finden. Ich hoffe, es wird nicht allzu spät werden, so dass ich noch ein tolles Video machen kann. Vielleicht schmeiße ich die Drohne nochmal in die Luft, aber das seht ihr dann ja. Die Fragen auf Instagram und Facebook häufen sich auch massiv, was ich da für ein Zelt habe, was ich für einen Anhänger habe und wie ich mich eigentlich bei der ganzen Kälte hier in Schweden warm halte. Da werde ich wohl mal ein extra Video zu machen, denn das ist nicht gerade kurz das Thema. Und da halte ich euch dann mal auf dem Laufenden, was ich eigentlich hier alles gebraucht habe und wie ich mich dann tatsächlich warm gehalten habe. Denn wie immer, Instagram und Facebook ist nur die Hälfte der Wahrheit und also glaubt nicht immer alles, was da drin ist. Ja, aber jetzt zurück zu dem. Das war's jetzt offiziell für Schweden. Aber wie krass ist denn Dänemark bitte?